Zweitligist Dynamo Dresden, hier vertreten durch Geschäftsführer Christian Müller, hat Berufung gegen den vom DFB-Sportgericht verhängten Pokalausschluss von der Saison 2013-2014 eingelegt. Ende Oktober hatten Dynamo-Anhänger im DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 randaliert. 18 Personen wurden in Gewahrsam genommen. Bei einem Pokalausschluss drohen Dynamo Dresden massive Einnahmeverluste. Bereits in der vergangenen Saison wurde einer Berufung des Vereins stattgegeben. Dabei ging es ebenfalls um den Pokalausschluss. Ob es nun zu einer erneuten Verhandlung kommt, ist noch nicht entschieden.